gehen dann bald los, die altbekannte Runde. Wieder über den Rosenhügel und Haus der Natur, Getreidegasse zurück. Wieder mit Trommlern, wieder mit Kradal. Und der erste Redner, den wir jetzt einmal gleich am Anfang haben, ist der Ritchie. Dankeschön. Hallo Salzburg, hallo angebliche Wahldemokratie Österreich, hallo Land, dessen Sommerzeit jetzt vorbei ist und ganz offiziell der Wutwinter beginnen kann. Das wird natürlich nicht passieren, weil im nördlichen Nachbarland hat Scholz dafür gesorgt, dass die Atomkraftwerke, zumindest drei davon, in der Bundesrepublik Bundland bis in den März weiterlaufen. Weil dann kann man eventuell die deutschen Wärmestuben noch ein bisschen mit Strom versorgen und die Kuh ist vom Eis. Hier bei uns in Österreich hat unser Kanzler die Psychopharmaka und den Alkohol zur Seite gestellt, hat sie mit der Gehwessler in einen Privatjet gesetzt. Ihr wisst ja, das ist gut für die Umwelt, CO2 und so. Und ist nach Abu Dhabi geflogen. Dort hat er dann politisch korrektes, weil völlig systemrelevantes und demokratisch wertvolles Flüssiggas gekauft und hat die Zusage, dass da 23, 24, also so ungefähr in einem Jahr, ein ganzes Schiff kommen wird. Ich bin sehr untalentiert, sonst würde ich jetzt singen, ein Schiff wird kommen. Aber das Schöne ist, wir sehen, es ist alles wunderbar, es gibt keinen Grund aufzustehen, es gibt keinen Grund sich aufzuregen. Unsere gewählten Volksvertreter, dann was für uns, weiterhin mit dem Privatjet. Ich glaube, dass die Gehwessler als Vertreter der Grünen auch eventuell ein Hijab aufgesetzt hat, also das traditionelle Kopftüchel, damit es nicht ganz so peinlich war wie das Handschütteln mit dem Nehammer, wisst ihr, mit der Linken und so im arabischen Raum nicht so gescheit. Sei es wie es sei. Bei uns schwingen wir Regenbogenfahndel, die Jugend pickt sich an der Straße fest, aber ein Schiff wird kommen. Alles ist gut. Im Budget für 2023 hat die Republik Österreich, nachdem sie auf 40 Millionen Impfdosen sitzt, im Budget 1,2 Milliarden für die Neuanschaffung solcher beanschlagt. Das heißt, wer sich fragt, was wir 2023 machen, genau dasselbe wie in den letzten Jahren. Und nein, es ist nicht die Weltherrschaft anstreben, es ist quasi weiterhin auf Platz 1 der vertrottelten Nationen bleiben. Weil während wir mit unserem hart verdienten Steuergeld an die EU-Leistungen zahlen, mit denen Waffen gekauft und in ein Kriegsgebiet gebracht werden, und wir damit nicht einmal mehr unsere immerwährende Verfassung abschaffen und unsere Neutralität abschaffen, ja, da haben wir halt jetzt einfach das Problem, dass am Rückweg vielleicht irgendwann der Amerikaner wieder bei uns stehen bleibt, weil er sagt, das ehemalige Alliierter, das, was wir mit diesem einst souveränen Staat vereinbart haben, ist ja nicht mehr. Vielleicht kommen die Franzosen und die Engländer auch noch drauf und dann haben wir es wieder lustig in Österreich. Dann sind da die Einzelfälle an Vergewaltigungen in Wien vielleicht nicht mehr sonderbare Leute, die über die offene Grenze eingetrudelt sind, sondern dann machen es vielleicht wieder russische Besatzer. Haben wir ja schon mal gehabt. Ich finde es aber ganz toll, dass sich die Wiener jetzt schon mal dran gewöhnen, wie das ist mit sittlichen Übergriffen, weil unsere Armee, deren Leistung, schau mal, ja am 26. Oktober, der kürzlich war, bewundern durfte, hat sich ja ganz besonders hervorgetan, nicht die Grenzen zu schützen, sondern sich in den Dienst des Nasenbohrens und Testens zu stellen. Wer braucht denn als souveränes Land schon eine gesicherte Grenze, wenn man die Präsenz, die ihn auch abziehen kann, um mit irgendwelchen Stabeln in irgendwelche Nasen zu bohren? Und die Präsenzdiener hatten so die Option, ein paar junge Mädels kennenzulernen, die sie dann am Abend gleich auf Facebook und Instagram anschreiben konnten. Weil Datenschutz braucht man in Zeit der Digitalisierung eher nimmer. Ich finde, das ist ein tolles Konzept und ich finde, es ist gut, dass es so weitergeht. Ja, jetzt endet dann der Oktober, ne, mit Halloween, damit wir noch ein bisschen ein Kommerzfestel haben, wer es sich denn noch leisten kann. Und dann können wir alle die Herbst-Winter-Kollektion am Friedhof austragen, weil das auch so Tradition ist bei uns. Und dann wird es ein bisschen stiller, dann können auch wir wieder ein bisschen daheim bleiben, weil zu viel Widerstand auf der Straße ist politisch eh nicht schön. Das stört die Leute im Kaffeehaus, das stört die Leute, die da unten um und um wohnen, die sich immer sagen, warum ist da am Sonntag immer so ein Lärm? Die finden
das ja ganz gut, weil wie gesagt, jetzt darf Österreich ja ganz offiziell jeden Tag wieder eine Stunde länger schlafen und die geistige Umnachtung hat uns wieder und passend dazu wird es halt jetzt noch später hell. Ne? Es ist schön so. Grundsätzlich war die letzten Wochen nicht so viel hier, weil ich gesagt habe, eigentlich braucht man nach dieser Wahl, wo der Bürger seine Chance gehabt hätte, seinen Unmut kundzutun und seine Chance zu nutzen, ja, da braucht man eigentlich nichts mehr machen, weil wenn man die 15. Regierungsumbildung hinter sich hat, 40% der hiesigen Steuerzahler meinen, es ist eh alles okay und ich muss da gar nicht wählen gehen und die anderen sicherheitshalber mal mit ja, einer relativen Sicherheit den Kandidaten wieder wählen, der 2,5 Jahre vorgelebt hat, wie er in Krisen so drauf ist, dann hätte ich gesagt, ist alles gut. Heute bin ich mal wieder dabei, weil hat man doch, jetzt sind wir dann insgesamt bald im 32. Monat des Irrsinn und da kann ein bisschen Vorbereitung auf das, was kommt und ein bisschen Bewegung an der frischen Luft ja nicht schaden. In dem Sinne hätte ich gesagt, machen wir das jetzt, da mal ein bisschen spazieren gehen. Wie gesagt, das Bundesheer steht sicher wieder hart 8 fürs nächste Nasenbohren, wenn es soweit ist. Die Grenzen lassen wir offen. Steuergeld blasen wir in die EU, weil die weiß ja, wie es geht in allen Krisen. Und dann sind wir eigentlich in Österreich nach wie vor ein souveräner, freier Staat, der Grundrechte mit Füßen tritt, der seine Verfassung abschafft und der sich in einen Krieg ziehen lässt. In dem Sinne, alles gut, wunderbar, da mal ein bisschen spazieren. Danke.